Hi und herzlich willkommen bei Lehrer Schmidt. Wir machen heute zusammen ein bisschen Wahrscheinlichkeitsberechnung und ich erzähle euch erstmal oder erkläre euch erstmal die zwei wichtigen Begriffe absolute Häufigkeit und relative Häufigkeit. Und das ist total einfach. Man muss es nur einmal verstanden haben. So, grundsätzlich reden wir halt darüber, wie oft ein bestimmtes Ereignis auftritt. Okay, so. Und ich habe hier einen Würfel und vor dem Video habe ich 20 Mal gewürfelt. So, kennt ihr, ne? So, und die Ergebnisse, die habe ich aufgeschrieben. Und dabei ist 3 Mal die 1 vorgekommen, 2 Mal die 2, 2 Mal die 3, 4 Mal die 4, 5 Mal die 5 und 4 Mal die 6. So, und wenn wir das zusammenrechnen, dann sind das 20 Ereignisse. Ne? Guck mal kurz. 3 und 2 sind 5, sind 7, sind 11, sind 16, sind 20. Alles klar. Also, ich hatte 20 Ereignisse und so hat es sich aufgeteilt. So, und bei der absoluten Häufigkeit machen wir nichts anderes, als eben aufzuschreiben, wie oft ein bestimmtes Ereignis auftritt. So, und in der Mathematik hat das einen besonderen Buchstaben und da schreiben wir das so auf. H steht für die absolute Häufigkeit und die absolute Häufigkeit von dem Ereignis 1, das schreiben wir in Klammern, das ist 3. Da können wir einfach abschreiben. So, die absolute Häufigkeit von dem Ereignis 2 ist, na, ihr ahnt es schon, hier steht's, 2. Die absolute Häufigkeit vom Ereignis 3 ist auch 2. Die absolute Häufigkeit vom Ereignis 4 ist 4. Die absolute Häufigkeit vom Ereignis 5 ist 5. Und die absolute Häufigkeit vom Ereignis 6 ist 4. So, das ist die absolute Häufigkeit. Wir zählen also einfach nur die Anzahl der Ergebnisse. Da gibt es eine kleine, aber wie ich finde, feine Merkbrücke. Und zwar, wenn ihr euch merkt, dass absolute mit A anfängt, dann könnt ihr euch merken, dass Anzahl auch mit A anfängt. Da habt ihr eine nette Eselsbrücke. Also absolute Häufigkeit ist die Anzahl der Ereignisse. So merke ich mir das immer. Okay, jetzt wäre absolute klar, also einfach nur aufschreiben und für die Häufigkeit verwenden wir den Buchstaben H. Mehr ist es nicht. Jetzt kommt die relative Häufigkeit. So, jetzt schauen wir uns die relative Häufigkeit an und dafür brauchen wir erstmal wieder die Daten. So, und wir hatten 1, 2, 3, 4, 5 und 6. Das waren unsere Würfelergebnisse und die 1 kam 3 Mal vor, die 2 2 Mal. Die 3 zweimal, die 4 viermal, die 5 fünfmal und die 6 viermal. Okay, alles klar. So, und jetzt ist noch wichtig, die Anzahl der Versuche. So, können wir kurz durchzählen. 3 und 2 sind 5, plus 2 sind 7, plus 4 sind 11, plus 5 sind 16, plus 4 sind 20. Und jetzt haben wir alles, was wir brauchen. Wenn wir die relative Häufigkeit aufschreiben wollen, dann schreiben wir die in einer bestimmten Weise auf. Und zwar müssen wir sagen, relative Häufigkeit ist gleich absolute Häufigkeit geteilt durch die Anzahl der Versuche. So, und jetzt wird's total einfach. Sieht kompliziert aus, oder? So, und jetzt passt auf, die absolute Häufigkeit von dem Ereignis 1 war 3. Und die relative Häufigkeit ist jetzt 3 Zwanzigstel, nämlich absolut, also 3 mal, a wie Anzahl, und dann durch die Anzahl der Versuche, in unserem Fall 20. So, bei der 2 sind es 2 Zwanzigstel. Bei der 3 sind es auch
2 Zwanzigstel. Seht ihr das? Oben schreiben wir die absolute Häufigkeit hin, also die Anzahl, und unten die Anzahl der Versuche. Bei 4 waren es 4 Zwanzigstel. Bei der 5 ist die relative Häufigkeit 5 Zwanzigstel. Und bei der 6 wieder 4 Zwanzigstel. Ihr seht, das ist total einfach. Eigentlich ist relativ und absolut, eigentlich sind das nur zwei Vokabeln, die man einmal lernen muss. Entscheidend ist, ihr müsst euch diesen Versuch ordentlich aufschreiben. Ihr müsst die Anzahl kennen und dann müsst ihr nur noch abschreiben. Nämlich immer die Anzahl durch die Anzahl der Versuche. Oder eben absolute Häufigkeit durch Anzahl der Versuche gleich relative Häufigkeit. So, jetzt kennt ihr den Unterschied zwischen absoluter Häufigkeit und relativer Häufigkeit. Okay, das war's. So, das Video ist zu Ende und wenn es gut läuft, dann hast du jetzt was gelernt. Und wenn du das geschafft hast, dann würde ich mich freuen, wenn du mir so ein Däumchen da lässt. Und wenn es richtig gut gelaufen ist, dann darfst du meinen Kanal natürlich gerne abonnieren. Und natürlich freue ich mich auch über Kommentare und in der Regel gibt es auch eine Antwort. Sowieso ist die Community hier recht aktiv und vor allen Dingen auch freundlich, sodass das Mitmachen hier viel Spaß macht. Wenn du mehr Hilfe brauchst oder wenn du vielleicht das ganze Thema brauchst, dann kannst du gerne bei mir auf die Homepage gehen, www.lehrer-schmidt.de. Dort findest du alle Videos, die du auch bei mir auf dem Kanal findest, allerdings nach Themen sortiert. Da ist das manchmal viel, viel einfacher. Und zu guter Letzt möchte ich dir noch sagen, wenn du ein Video nicht finden kannst oder wenn wirklich mal was fehlt, dann schreib mir das gerne in die Kommentare und dann sehe ich zu, dass ich das Video bei Gelegenheit nachproduziere. So, jetzt ist aber wirklich Schluss, okay? Das war's.